fange an, ne? Geht schon los. Fassalz, ja, verdorben war sein Hand. Da schob er seinen Kammerherrn von hier bis zum Ural. Der Kammerherr hielt brav sich hin, er hatte keine Wahl. Heiß ist das mit der Obrigkeit, sie ist manchmal brutal. Der Kammerherr ließ Glas und gleich zur Küche rapp herein und schlug den Kopf ungehalten, saß den Schädel ein. Der Kopf voller Schmerz und kam sich seinen Löffel an und packte sich den Küchenjungen. Immer schön nach unten treten und dabei nach oben schauen, fleißig für die Ordnung beten, Gott vertrauen. Immer schön nach unten treten und dabei nach oben schauen, fleißig für die Ordnung beten, Gott vertrauen. Der Küchenjunge grün und blau trat eifrig nach dem Hund und schlug den armen Küter an mit einer Knute wund. Der Hund lief jaulend in die Stadt und in den Pfaffen ein, dem biss er herzhaft ins Gemächt, weil hörte man ihn schreien. Der Pfaffe blies sogleich seinem Messjungen den Marsch, versohlte ihn nicht ohne Lust, den blanken guten Arsch. Der Messjunge lief zur Stadt und in die Straße drin, trat einem alten Weibe voller Frust in die Schacht weg. Immer schön nach unten treten und dabei nach oben schauen, fleißig für die Ordnung beten, Gott vertrauen. Immer schön nach unten treten und dabei nach oben schauen, fleißig für die Ordnung beten, Gott vertrauen. Die alte Frau entrissig sich zum Bettler wand und schlug den Kerl mit ihren Gewehr auf Kopf und Hand. Der Bettler voller Schmerzen wurde zornig und gemein und stellte einem Abend blinden Krüppelkerl das Bein. Und das war der Moment, wo die Geschichte es begann. Denn hier fing das Problem um die Verkettung richtig an. Jetzt wird's interessant. Denn der Blinde taumelte verstört, verdammt, verwundert und verwirrt, bestimmt gar 100 Schritte in die Stadt, die Marktplatzmitte, ließ die Hände panisch weichen, wollte links und rechts sich halten, griff nach unten, griff nach oben, griff nach Kleidern und Garderoben. So kreuzte er mein Lauf, er fiel hin, ich hob ihn auf. Und dabei ist es passiert, dass er richtig imitiert. Der wunderschöne Magnat zufällig vorbeiging an den wunderschönen Hintergrasch und eine Weile hing. Ja, und als er wieder stand, ja, da tauchte er bei ihm ab. Bis mal vor vorher schwand, ja, so als hätte sie nie gegeben. Und die Masch, die dreht sich um, schlug mit Zorn ins Gesicht. Und ich schrie, je wie nieder, da doch ich doch gar nicht mehr. Es zu dem dazu kam. Fand ich, hab mich gut gehalten. War schön nach unten treten und dabei nach oben schauen, ja, ja, ja. Fleißig für die Ordnung beten, Gott vertrauen.